Hallo, ich wollte euch heute meine bzw. unsere Wickeltasche zeigen, was ich alles so unterwegs mitnehme, was immer drinnen ist und wie unsere Wickeltasche ausschaut. Unsere Wickeltasche sieht so aus. Das ist so eine kleine Wickeltasche, die war mit dem Kinderwagen mit dabei, im Set. Unser Kinderwagen heißt Coral, glaube ich, steht da drauf. Und das war halt dann mit dabei. Und wenn ihr Interesse habt oder wenn ihr wissen wollt, was ich alles mitnehme unterwegs, dann bleibt es dran, denn ich werde jetzt die Kamera auf die andere Seite schieben. Da tue ich mich etwas leichter beim Zeigen. So, ich würde jetzt erst einmal sagen, fangen wir vorne an. Also es hat hier vorne so einen kleinen Fach mit Reißverschluss und da habe ich meistens meine Sachen drinnen, wie zum Beispiel Geld, Buskarte, dann habe ich meinen Hausschlüssel drinnen, Notizzettelchen, Kompass und so weiter und ich habe auch hier meistens auch mein Handy drinnen. Wie gesagt, das ist halt hier mit so einem Reißverschluss. Dann hat es hier oben einen etwas größeren Fach, auch mit Reißverschluss. Und ja, hier befindet sich jetzt alles, was ich so an Sachen mitschleppe. Dann fangen wir jetzt erst einmal an. Ich muss kurz die Kamera einstellen. Das ist so. Also als allererstes habe ich hier meine die Windeltasche. Die sieht so aus, die habe ich selber genäht. Ein Video dazu, wie ich die Windeltasche genäht habe, werde ich dazu noch ein Video drehen, nur ich warte auf eine Bestellung, die noch nicht angekommen ist und deswegen dauert das noch ein bisschen. Und zwar besteht die Windeltasche aus zwei Fächern. Und zwar in einem, im ersten, in dem einen Fach habe ich Windeln drinnen und ich habe da immer um die vier, fünf Windeln immer mit dabei. Und dann habe ich noch eine Ersatz-Wickelunterlage. Das sind so Einmal-Wickelunterlagen. Die gibt's, das ist jetzt zum Beispiel von Baby Dream. Die gibt es beim Rossmann. Beim DM habe ich auch schon welche gesehen. Ich habe jetzt hier die von Rossmann drinnen. Da habe ich immer eins, eine Wickelunterlage. Muss ich kurz Kamera drehen? Eine Wickelunterlage. Zusätzlich immer mit drinnen in dem Fach. Wie gesagt, plus vier Windeln. Es sind immer drinnen, also ich habe immer vier bis fünf Windeln drinnen. Dann in dem zweiten Fach habe ich von Babylove die feuchte Waschlappen. Es sind 15 Tücher drinnen zum hier unterwegs, zum Wischen. Da jetzt momentan auch Brei ist und so weiter, ja, kleckert er sich oder macht er sich halt mal dreckig oder wenn er spuckt, dass ich halt um den Hals herum waschen kann. Dann befindet sich hier noch drinnen seine beziehungsweise die Feuchttücher, die ich immer hernehme. Und zwar sind es von Babylove Feuchttücher, 18 Stück. Da habe ich auch immer eine Packung mit drinnen. Genau. Das mal auf Seite. Dann befindet sich im Inneren der Tasche auch wieder was. Und zwar habe ich immer von Babylove so hygienische Windelbeutel. 100 Stück sind drinnen zum Entsorgen der benutzten Windeln. So sieht das so aus.
Das sind immer so einzeln entnehmbar, so Müllbeutel sozusagen, so Mini-Müllbeutel. Und die habe ich auch immer mit dabei. Und das empfehle ich jeder Mama, denn ich bin halt immer bei meinen Eltern oder ich bin bei Freunden oder ich bin auch unterwegs beim Shoppen oder sonst irgendwas. Und wenn ich da mal die Windel wechsle und oder beim Arzt, und ich mag es einfach nicht, wenn die Windel einfach im normalen Mülleimer drinnen liegt und es stinkt oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich immer solche hygienischen Windelbeutel mit dabei. Und nach dem Windelwechseln gebe ich das einfach rein und schmeiße das einfach dann weg. Und das ist einfach hygienischer, finde ich. Denn ja, wie gesagt, muss jetzt nicht jeder die benutzte Windel in den Mülleimer haben. Das ist immer mit drinnen und wird immer nachgekauft. Gibt es beim DM, wahrscheinlich gibt es die auch beim Rossmann. Kostet um die 1-2 Euro. 100 Stück sind drinnen und man braucht wirklich nicht, braucht ewig, bis man die verbraucht. Vor allem, wenn man jetzt nicht so oft unterwegs ist. Ich verbrauche die halt sehr schnell, weil, wie gesagt, ich bin täglich bei meinen Eltern und ja, deswegen ist sie immer in der Windeltasche dabei, in der Wickeltasche dabei. Dann ist mit drinnen, das war auch in dem Set mit dabei, eine Wickelunterlage. Dann zeige ich euch einmal. Eine Wickelunterlage, die sieht so aus. Das ist so eine schwarze Wickelunterlage und finde ich wirklich praktisch. Und weil ich, wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, man kann ja beim DM oder beim H&M oder sonst irgendwo überall die Windel wechseln, aber da gibt es ja auch diese Wickelunterlagen. Aber ich möchte jetzt nicht, dass mein Kind einfach drauf liegt, wo vorher ein Baby drauf lag. Finde ich einfach unhygienisch und deswegen lege ich immer, also ist immer praktisch, wenn ich so eine Wickelunterlage habe. Und wenn ich ihn wickle unterwegs, dann packe ich erstmal die Wickelunterlage aus. Und ja, und in der Wickelunterlage befindet sich wieder so eine Einmal-Wickelunterlage von Rossmann. Denn die ist hier aus Plastik und es ist halt schon etwas kühl mit einem kalten, mit einem nackten Popo, dass er da drauf liegt. Finde ich schon etwas kalt und deswegen liegt der dann so drauf. Und genauso, das benutze ich auch, wenn ich bei Besuch bin, bei Freunden oder bei meinen Eltern, tue ich das auch immer drauf. Und ja, finde ich halt hygienischer und kann man so zusammendrehen. Und das war schon bei der Wickelunterlage mit dabei, bei der Windeltasche, Wickeltasche mit dabei. Finde ich halt praktisch, dass wenn man sich eine Wickeltasche kauft, dass man auch darauf achtet, dass es solche extra Sachen noch dazu gibt. Finde ich richtig praktisch. Und ich lege da, wie gesagt, immer noch so eine Einmal-Wickelunterlage drauf. Deswegen habe ich immer eine Ersatz mit drauf, wenn das mal dreckig wird oder sonst irgendwas, dass ich es wechseln kann. Weiter geht's. Habe ich dann hier seine momentane Po-Creme. Der hat irgendwie so an einer Stelle, an einer Stelle einen Pilz. Und deswegen behandle ich damit die Stelle. Und ja, das ist auch immer mit dabei. Dann gibt es hier noch ein kleines Fach und in diesem Fach habe ich alles drinnen, was ich gebrauchen kann. Als allererstes benutze ich ja auch so eine Wundschutzcreme nach jedem Windelwechsel, und das ist unsere Penatencreme, die benutze ich immer und wird immer nachgekauft. Und ich habe auch hier die große Tube, also die große Dose, 150 Milliliter. Dann habe ich hier für mich einfach Kaugummis drinnen. Dann sind immer mit dabei,
ja, Klamotten zum Wechseln. Kommt immer darauf an, wie das Wetter ist. Also momentan ist bei uns jetzt bewölkt und kalt. Deswegen habe ich ein Langarm-Shirt drinnen und eine lange Hose drinnen zum Wechseln. Denn wie gesagt, er spuckt oder geht mal was daneben oder sonst irgendwas, habe ich dann immer was zum Wechseln. Dann habe ich auch was zum Wechseln oder immer Ersatzsocken dabei. Und dann habe ich immer Sonnenschutzcreme. Und zwar ist es jetzt die von Baby Dream. Das ist die Rossmann Eigenmarke. Und zwar achte ich immer darauf, dass es ein hoher Schutz ist, parfümfrei, wasserfest ist. Und ja, sonst 75 Milliliter. Die habe ich von Rossmann. Dann habe ich von Bellybutton ein Shampoo-Pröbchen mit drinnen, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern bin oder so, dass ich ihn mal zwischendurch mit warmem Wasser komplett abwasche. Und dann gebe ich dann immer einen Tropfen von diesem Bellybutton in die Spülwasser rein, Spülwasser in das Waschwasser rein. Dann habe ich hier Beißringe, und zwar verschiedene. Einmal das hier von Baby Love und einmal das hier von Mann, dass er einfach was zum Spielen hat oder was zum Abwechseln hat. Dann habe ich hier diverse Cremes drinnen, wie zum Beispiel die hier von Veleda, eine Babycreme. Denn wenn er spuckt oder so, ist er um den Hals herum etwas gerötet. Und wenn ich ihn wasche oder so, dann creme ich ihn anschließend mit dieser Babycreme ein. Dann habe ich hier ein Pflegeöl, auch ein Pröbchen. Wie gesagt, wenn ich ihn wasche bei meinen Eltern, dass ich ihn danach auch eincreme oder einöle. Dann habe ich Medikamente drinnen, wie zum Beispiel Fiebersenkende. Das ist jetzt zum Beispiel von Benuron, 75 Milligramm. Habe ich immer mit dabei und immer sehr viele, denn ich weiß nie, was passiert unterwegs. Und da habe ich zum Beispiel jetzt hier vom Paracetamol gegen Fieber und Schmerzen. Da ist jetzt gegen Bauchkrämpfe. Das habe ich eigentlich erst die ersten 3 Monate immer gebraucht. Und die habe ich trotzdem noch drinnen, denn man weiß nie, was passiert unterwegs. Hier ist jetzt zum Beispiel wieder von Paracetamol. Also ich habe wirklich immer was dabei, wenn was ist. Dann habe ich ein Zahnungsgel dabei von Dentinox. Ja, zuckerfrei ist auch immer mit dabei. Und dann ein Dosierlöffelchen für Milch ist auch immer ein Ersatz, immer mit dabei. Dann habe ich einen Löffel mit drinnen. Für unterwegs, wenn wir mal unterwegs Brei essen oder so, dann habe ich immer einen Löffel dabei, ein Kamm, warum auch immer. Dann ist hier wieder ein Löffel. Dann habe ich Bio-Fencheltee auch drinnen für Säuglinge und Kinder ab der ersten Woche. Dann ein Flaschendeckel, wenn der andere dann verloren geht oder sonst irgendwas, habe ich dann hier immer einen Flaschendeckel. Und dann benutze ich dieses Zahnungsgel in Kombi. Und dann natürlich noch ein Fieberthermometer, der ist jetzt vom Baby Dream, also von Rossmann Eigenmarke. Ja, und dann habe ich hier meinen Schmuck, den ich immer abgetragen habe und hier reingetan habe. Hier ist zum Beispiel nochmal ein Löffel. Dann habe ich immer, und das ist sehr wichtig, ich empfehle es jeder Mami, Ersatzschnullers, das ist echt sehr, sehr wichtig, wenn der eine verloren geht, dass man einen Ersatz hat. Und dann habe ich hier noch von Babynoss eine Bäuchleinsalbe, die ist auch von Dentinox, habe ich von DM, aber beim Rossmann gibt es auch für Ding. Und Post ist noch drinnen, genau. Das ist jetzt hier was alles außen, was hier in dem Fach ist. Dann befindet sich in dieser Wickeltasche noch 2 äußere Fächer.
Hier habe ich zum Beispiel die Thermoskanne mit warmem Wasser. Und dann auf der anderen Seite habe ich so einen Milchportionierer für seine Milch. Und der ist von Baby Love, die gibt es beim DM. Das sind so drei Milchportionierer und da gebe ich immer seine Milch rein. Und hier kann man dann sehr schön dann die Milch in die Flasche reingeben. Genau. Das ist unsere Wickeltasche und das ist immer alles mit dabei. Also ich schleppe das immer mit. Ob ich die Sachen jetzt jedes Mal gebrauche, das ist immer unterschiedlich. Wie gesagt, also diese Ersatzklamotten habe ich immer welche mit dabei, denn man weiß nie, ob er jetzt gespuckt hat oder ob was nass geworden ist oder sonst irgendwas oder draußen dann auf einmal kalt geworden ist und er hat ein T-Shirt an. Ich habe immer was dabei. Genau, das war meine Wickeltasche. Ich werde euch jetzt die Wickeltasche zeigen, wie es ausschaut, wenn alles drinnen sortiert ist. So sieht die Tasche dann von oben aus. Also ich habe immer die wichtigen Sachen, die ich wirklich immer hernehme, oben. Wie zum Beispiel seine Wundschutzcreme, seine Ersatzsachen, Klamotten, die Windeltasche. Und unten unter der Windeltasche ist dann die Wickelunterlage sowie die Müllbeutel. Und hier habe ich dann das Milchportionierer. Und hier kommt dann normalerweise die Thermoskanne mit seinem warmen Wasser. Und genau, und eine Ersatzflasche ist auch immer mit drinnen. Die habe ich jetzt nicht mit drin, weil ich bin jetzt nicht unterwegs oder sonst irgendwo. Und genau, das ist jetzt die Wickeltasche für ein Baby, also für ein Kind. Da ich ja jetzt Nachwuchs kriege und jetzt das zweite Kind unterwegs ist sozusagen, brauche ich ein etwas größeres, denn ich werde dann für beide Kinder Sachen mitnehmen. Deswegen werde ich auch eine Windeltasche nähen fürs zweite Baby. Und wie gesagt, die Wickeltasche für die zwei Kinder werde ich euch sobald der Nachwuchs da ist, werde ich das auch abdrehen, was ich alles mitnehme für zwei Kinder unterwegs. Und das Video zu dem Windeltasche werde ich auch bald drehen, sobald ich die Sachen geliefert bekomme. Wie gesagt, die habe ich noch nicht und ja, und ohne die Sachen kann ich leider das Video nicht drehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch unten in die Kommentare eure Feedback und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.